Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Wir waren beim letzten Mal oben bei dem Tower, genau da. Und jetzt wollte ich mal weit hier unten lang laufen, mal ein bisschen weiter umschauen. Ich verstehe noch nicht ganz genau, warum das Game so düster ist. Wo ich sonst noch hin kann hier. Ist das düster? Gibt es sowas wie eine Fackel vielleicht? Das hier. Da leuchten alle Kerzen. Untersuchen kann man das. Wie gehst du denn hin? Wohin des Weges? Ja. Da unten? Hier links? Was ist denn hier? Oh, cool. Erdschlundhöhle. Oh, ist das ein Dungeon? Scheint so, oder? Da ist zumindest eine Truhe. Setzen wir uns erstmal hin, damit wir meine Stamina regenerieren können. Warte, ich habe sogar ein paar Punkte. Dann kann ich sogar noch kurz skillen. Ich glaube, ich kann nicht mehr das leisten. Stufenaufstieg kann ich sogar. Mach mal so. Ja, Kurs zurück, genau. Excuse me? Funny. Ja, jetzt ran, nee, langsam, aber ich sehe hier nichts. Was ist das denn so düster? Habe ich irgendwas, um Licht zu machen? Ich bin ein größter Vollidiot der Welt. Escape ist so eine Kacktaste. Oh, jetzt bin ich in einer Kackhöhle und ich habe kack kein Licht und kack kein nix. So eine Scheiße einfach nur. Ist das eine Fackel? Das sieht mir nicht nach einer Fackel aus. Glühstein. Leuchtet schwach, wenn. Cool. Oh, jetzt habe ich keine scheiß Potions mehr. Okay, das ist scheinbar irgendeine Art Moos. Da geht's auch noch lang. Warum ist das denn so düster hier? Wie lange hält? Ich hoffe, der hält eine Zeit. Hier ist irgendwie hell.
so eine Unverschämtheit, mich in so eine Falle zu locken. Heb das auf. Hahaha, eine Unverschämtheit. Ich wollte mich da runterschubsen. Okay, da werde ich schon mal nicht mehr hochkommen können. Das heißt, ich muss jetzt mit anderen Wegen laufen. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Soll ich hier noch rauskommen? Mann, so eine Unverschämtheit. Was sehe ich? Ein Meter, zwei Meter vor mir? Okay, das ist so ein... Okay, interessant. Ich möchte halt meine Lichtsteine nicht verschwenden, da ich nicht so viel davon habe bis jetzt. Oh, wir sind back up hier. Okay. Aber der andere Weg geht auch nach unten scheinbar. Den sollten wir vielleicht mal langlaufen. Aber bietet eine geile Stimmung, muss man schon zugeben. Okay, die halten scheinbar nicht für ewig. Das ist scheiße. Ich habe vier Lichtsteine und ich habe keinerlei Potions. Wäre vielleicht smart, wenn ich oben mich nochmal hinsetzen würde und die Potions nehmen, ne? Ich glaube, das wäre echt klug. Ich glaube, das sollte ich sogar ganz ehrlich mal machen. Habe ich nicht diese Map? Mach das weg. Du kannst dich hier nicht portieren. Oh, komm. Wenn ich jetzt runtergehe, werde ich auch verrecken, weil ich keine Potions habe. Ich habe weder Mana-Potions noch andere Potions. Das heißt, ich sollte die schon mitnehmen. Das wäre schon smart wahrscheinlich. Wenn ich jetzt nochmal einen Ausweg nochmal finde, easy. Da muss ich zwar jetzt nochmal gegen die ganzen Scheißviecher kämpfen. Aber es kann ja nicht schlechter werden eigentlich, als es bis jetzt war. Gönn mir das nochmal, mich hier hinzusetzen. Ich glaube, das ist ein Entspannen, was mir sich lohnen kann. Das sieht ganz geil aus von den Lichtern her, muss ich schon sagen. What you gonna do? Eine Riesenratte. Ah! Okay, das war die. Ich dachte, da wäre nur eine gejumpt gekommen. So, schon besser. Das ist unsicher. Ja,
Heiko, Fanny, ist das düster einfach. Was bist du denn für ein Mieze? Bist du freundlich? Ungefähr. Scheint, als ob der Bärbär da hochschöpfen kann. Wenn er mich da oben trifft. Ich dachte eigentlich, High Ground und so. Aber dann schaut der Charakter sich noch 5-mal die Waffe an, weil die jetzt leer ist. Jetzt kann ich ja wieder, das ist ja mega ätzend. Mir echt eine Nummer sogar zu ätzen. Komm, ich laufe jetzt einfach da runter. Ich sprinte jetzt einfach an den vorbei. Das geht auf die Nerven. Ich hoffe mal, die verfolgen mich nicht. Schau mal, vielleicht klappt das. Vielleicht auch nicht. Ist mir auch egal, wenn nicht. Platz da. Mach doch Platz da. Aber jetzt hat der Dungeon begonnen. Jetzt habe ich nämlich schon keine Stamina mehr. Uns nicht zu verfolgen. Okay. Du bist aber verdammt schnell, ne? Meine Seelen habe ich auch nicht geschafft einzusammeln. Okay, scheiß auf diese. Die sind jetzt sowieso so weg. Das war ein cooler Bär. Oh, Leco Fanny, was soll das denn jetzt? Kann doch nicht so schwer sein. Streng dich doch jetzt mal ein bisschen an hier. Dodge ich dich am besten. Ich schätze mal, ich muss an dich rein dodgen, oder? Okay, das klappt gar nicht. What the heck einfach? I'm dead. Der ist so groß, so schnell und so fett. Oh, ich muss jetzt jedes Mal durch diese Dunkelheit laufen. Das geht mir jetzt schon auf die Eier. Da hab ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Die Sache ist aber, wenn ich jetzt hier weglaufe, dann werde ich ja wahrscheinlich nie wieder hingehen. Ich meine, ich mache ja fast gar keinen Schaden. Fei, oh wei, ehrlich, ey, das wird ja was. Ich habe keine Stamina mehr. So, ich kann nicht durch ihn durchschöpfen, auf jeden Fall.
Magma Schock. Alter. Das ist eine Wand. Du bist doch hier reingekommen. Ich sehe nichts, weil da eine Wand ist. Ich mache halt gar keinen Schaden auf den. Ich mache nicht sehr viel Schaden, muss ich mal festhalten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich meine, das war jetzt ein Balken und der hat ungefähr mit Glück ein Drittel abgezogen. Ich glaube, das könnte schon echt knapp werden. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Spells brauche. Ein bisschen mehr Variabilität. Oder zumindest irgendwas, was schneller geht vielleicht. Vielleicht sollte ich danach erstmal schauen. Warte mal, ich kann mal die Karte öffnen. Und dann gehe ich hier drauf und dann mache ich hier, warte mal, nein, no, weg damit, markieren. Machen wir das mal als Bossmarkierung. Aber okay, ich habe einen Dungeon gefunden, das ist cool. Auch wenn mir irgendwie meine Spells nicht reichen. Zumindest sage ich das jetzt einfach mal so. Ich möchte nicht zugeben, dass ich es das einfach nicht hinbekomme. Oh, Scheiße. Kann ich eigentlich auch mit dem Schwert killen, ne? Kann ich nichts. Was ist das denn da? Du scheinst mir bewusst, du bist aber kein Gegner. Kann ich mit dir sprechen? Kannst du? Na, du bist doch ein Gegner. Waldruine der Halbmenschen. Okay, ihr seid Halbmenschen. Und da ist auch noch so ein episches Item. Das scheint. Nehmen wir das mal mit, ne? Mage, bist du cool. Wo läufst du hin, du Fettsack? Der macht die Bäume kaputt, Alter. Oh, du bist schneller, sorry. Du bist ja richtig schnell. Ich will auch so coole Spells haben. Voll, das ist ja, das hat ja mehr Zerstörung als das neue Battlefield. What the heck is going on here? Shotgun. Ich hab keine Mana für. Euch da eingehalten. Excuse me, Sir. Stab der Halbmensch. Da habe ich meinen Spell. Wie kann ich. Warte mal.
Ich weiß nicht, warum ich immer Tab drücke. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ja, skaliert mit Stärke schlecht, aber das ist okay. Weisheit ist okay. Ich bin doch der größte Idiot auf der Welt. Ich verstehe es nicht, was ich mit... Wieso ich es nicht geschissen bekomme, mal die richtigen Tasten zu drücken. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ich glaube, die Skills kann ich nur am Lager auch ausrüsten, oder? Meine ich zumindest, dass das irgendwie sowas war. Aber wenn ich auf Ausrüstung gehe, meine ich, geht das nämlich nicht. Nein. Aber das finde ich cool, wie der durchläuft, einfach die Bäume fällt und alles. Richtig nice. Hallo, lass mich das zum Einsammeln. Hallo. Komisches Pony. Ich da nicht rein. Auszeit, Auszeit. Ich lebe noch. Nicht 100% mit den Tasten. Alter, was ist denn los mit dir, Al? Das lief ja richtig nice. Zum Glück habe ich nur die richtigen Tasten gedrückt jetzt gerade. Hässliche Halbmenschen. Na komm, nimm den letzten Glaubenspunkt, weil dann kann ich nochmal einen neuen Spell ausrüsten. Wobei ich glaube, dass der Spell sogar noch länger braucht mit Ladezeiten. So, mach das nochmal. Zauber lernen. Oh, wait, ich kann nur zwei. Warum kann ich nur zwei Skills benutzen? Das ist ja richtig scheiße. Speicherplätze, wodurch? Speicherplatz, wodurch. Mach das weg! Gehen, hallo! Ich brech zusammen, ist das eine umständliche Steuerung? Geh! Erklärung. Zauber und... nein. Wo hängt das zusammen? Speicherplätze steht hier aber auch nirgendwo drunter. Wieso kann ich nur zwei Speicher haben? Die beiden Skills kosten jetzt 4 Mana. Das ist an sich kacke, aber... Ich laufe erstmal außenrum ein bisschen. Nicht die falsche Taste, das wäre schon fast knapp gewesen. Es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe mit Mage. Weil das, was ich bis jetzt sehe, das mit Spell zaubern, das dauert echt lange. Was ist das denn? Okay. Das
ist richtig scheiße. Schwer zu sagen. Was ist denn dein Fickproblem, Alter? Was ist das für ein Fickvieh? Kann doch nicht wahr sein. Das ist richtig scheiße. Wieso kann ich denn jetzt so zwei Spells nehmen? Der bringt ja gar nichts, der neue. Der dauert super lange, macht nicht gerade viel Schaden. Also das bringt ja gar nichts, der Skill. Ich dachte, ich habe jetzt mal so ein bisschen mehr Variabilität drin, aber ne. Ist noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Das ist noch enttäuschend. Nope, falsche Tal. Nope, Zauber lernen. Ja, weg damit und her damit, ne. Keine Ahnung, warum ich noch nicht... Womit hängt das nochmal zusammen, dass man ein Limit hat? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube... Oder basiert das über den Stab, dass der Stab eine Limitierung hat, wie viele Zauber er benutzen kann? Warte mal, wo war das denn? Das Rüstung, steht das hier drin? Zauberskalierung, nur ne. Naja, weiß ich doch nicht. Mal gucken, ob wir das irgendwo hinbekommen. Verdammt schnell, der alte Penner. Durch die Wand? Ja, schummel doch noch. Was ist denn mit diesem Viech los? Der geht mir richtig auf den Sack. Der ist viel zu schnell. Meine Angriffe sind nicht mal ansatzweise so schnell. Mann, ich will das Viech tot sehen. Ich will es tot sehen. Das Ding ist ja schwerer als dieser komische Scheißkönig. Was ist das denn da? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ah! Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht diesen falschen Potion nehme. Oder dass ich einfach nicht die Potions nehme, eher gesagt. Weil nicht den falschen, sondern einfach die Potion nicht nehme. Aber die anderen scheine ich nicht aufladen zu können, oder? So. Was kann ich machen, um dieses Scheißding da zu killen? Ich muss einfach nur spammen. Okay. Bastard.
hat viel zu lange gedauert, ehrlich. Da haben wir die Stelle mit dem Pony. Die Sache ist, ich hatte hinten gerade noch irgendeine komische Megapflanze gehabt, oder nicht? Oder habe ich mich da vertan? War da nicht irgendwie... Da ist es. Was passiert da? Was ist das? Überall hängen. Ich finde das mit der Steuerung noch nicht geil. Mann, wie sieht doch die da drunter an? Was sind die jetzt für Äpfeln hier? Da unten drunter sind doch ganz viele Pflanzen. Da. Oder sind das da keine? Das sind scheinbar keine, okay. Warum? Warum hast du was anderes anvisiert? Töte erst die ganzen Kleinen. Jetzt breche ich hier zusammen. Hör auf, die ganze Zeit irgendwelche Sachen anzuvisieren. Das kann doch nicht wahr sein. Keine Schnitte, ich habe schon gar keine Potion. Das ist doof. Tschüss. fünfhundert Mal die falschen Sachen angesehen hier in dem Game. Was ist das denn hier? Tunnel von Morna. Ja, absolut keine Ahnung, wo ich bin und ob ich irgendwie in irgendeiner Welt die richtige Richtung laufe. Aber scheinbar ist das ein neuer Dungeon. Setzen wir jetzt einmal hin. Stufenaufstieg. Brauche ich eigentlich gar nicht drücken, ne? Oh, cool. Welche Arbeiter, glaube ich. Das ist auch noch diese alten Menschen. Scheint so, ne? Boah, wie der runtergesplattert ist. Okay, ich dachte, ich kann springen. Und dabei angreifen. Da kommt kein Damage bei rum. Was ist das da? Der macht keinen Step, oder? Der hat Flügel. Hat der hochgeschossen? Als bei dem Springen im Game, weil das Springen im Game ist ja immer scheiße. Das ist viel zu weit weg. Schöne Dungeons auf jeden Fall.
kann doch echt nicht wahr sein. Gruppenpasswörter. Ne, Gruppenpasswörter. Okay. Ich habe mir Magie irgendwie einfacher vorgestellt durch mit diesen ganzen Trash-Mobs. Muss auf jeden Fall aufpassen, aber Magie scheint effektiv. So, ja. Will der mir auch immer gegenjumpen? Eine Verschämtheit ist das. Nichts genuckt. Sobald ich zum Angreifen komme, ist das stark. Mal dazu kommen, ne? Was ist hier? Vor allem sieht das recht groß aus, ehrlich. Überraschenderweise. Ich denke, sie sehe dich da nicht. Sklaven für euch. Sicher. Dass ihr für die arbeitet. Warum? 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 Was ist das? Ist das irgendwas Gutes? Wow, geil. Wollte ich schon immer haben. Der Weg war zu, ne? Ich habe aber auch noch irgendein Erz. Jetzt müssen wir die anderen Weg langlaufen. Hier unten drunter her war das, ne? Da. Ich frage mich, wie viel die Mads am Ende auch wirklich bringen dann im Game. Also spricht, ob man ja wirklich irgendwann mal farmen muss. Wenn das mal aufgefüllt wird, ne? Oder füllt sich das in Dungeons nicht auf? Das wäre voll scheiße. Weil dann habe ich einfach viel zu wenig. Okay, hier ist nix. Den geht's wohl hier längs. Schauen wir jetzt, wer hier im Boss. Aber sieht's darauf hinaus, dass ich jedes Mal Ende dann, wenn ich sterbe, da durchlaufen muss einfach bis zum Boss-Tür.
das Schwert. Ey, du schwingst ganz schön rum, aber du schwingst nicht keine 360 Grad. Du bist viel zu langsam beim Angreifen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Was ich ja gemacht habe, Zaubertrick, ne? Ich hasse Bosse, die sich langsam bewegen. Rostiger Anker. Cool, ich wollte schon immer einen rostigen Anker haben. Da ist es. Da leuchtet was, das will ich haben. Gib mir das, was ist das? Zum Eingang zu. Cool, warte mal. Habe ich den hier alles gelootet? Scheint so. Zum Eingang zu. Was bringt der rostige Anker? Ist das eine Waffe oder ist das so ein... Hört es da eher aus wie ein Grappling-Tool oder sowas? Ich bin so doof, dass ich verstehe nicht, warum ich das einfach nicht hinbe... Du könntest mich ruhig die Dinger regenerieren danach. Ausrüstung. Rostiger Anker. Hier aber nicht. Ausrüstung so. Das ist eine Waffe, okay. Infizierung. Schönes Ding. Ausrüstung. Entfernung. Lass mich mal hier aus. Einfach nur, damit ich mein Ding hab. Und damit sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like, ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Elden Ring. Ciao, ciao.